mein Name ist Christian und ich bin seit mittlerweile 19 Jahren Messdiener hier bei uns in der Gemeinde St. Gertrud Leimersheim. Seit Weihnachten streamen die Messdiener die Gottesdienste an, jedem Feiertag und an jedem Sonntag. Mein Job beim Livestreaming ist hier am Bildmischer zu sitzen und die Bildregie zu machen. Wir haben insgesamt 8 Eingänge, kann man hier sehen. Dort sind sieben Kameras, die sowohl hier oben auf der Empore verteilt sind, aber auch unten im Altarraum. Und dazu gehört dann auch die Bildregie, das heißt, wir sprechen mit den Kameramännern hier über unsere Funkanlage, um dann passende Bilder jeweils auszuwählen. Das fertige Bild, was man hier oben sehen kann, das geht dann raus in unser MacBook mit OBS und wird dann über LTE an YouTube und die Zuschauer daheim weitergestreamt. Ja, was man dazu sonst noch braucht, ist, man muss wissen, was ungefähr so im Gottesdienst passiert. Deswegen haben wir immer einen Ablaufplan hier. Und weiterhin haben wir uns hier auch noch aufgeschrieben, welche Figuren wir beispielsweise im Altarraum stehen haben, was welche Bedeutung hat, damit wir immer passende Bilder dann auch im Stream zeigen können. Der nächste Job, das ist unser Tonmischpult. Servus, mein Name ist Nils und ich bin hier zuständig für den Ton. Einmal einerseits für den Livestream, dass da alles gut zu hören ist, und aber auch in der Kirche für die Zuschauer, wenn denn mal wieder Präsenzgottesdienste sein werden, dass sich die Zuschauer den Pfarrer gut verstehen, aber auch der Pfarrer sich selbst. Dabei gehen unsere Mikrofone teilweise in eine Stagebox, die dann über ein ganz langes Langkabel hier hochgeführt werden, die Signale. Und dann kann man hier alle Mikrofoneingänge, das sind 13 an der Zahl, einstellen und kann sie dann eben weitergeben, erst zum Christian, zum Bildmischer und dann eben mit OBS bzw. YouTube raus zu den Zuschauern. Hi, ich bin Sebastian, bin seit 9 Jahren bei den Messdienern und ich bin hier zuständig für die Kameras. Wir sind insgesamt 5 Leute, die aktiv die Kameras bedienen. Wir haben mehr Kameras, insgesamt 8, wie Christian vielleicht schon gesagt hat. Viele darauf sind auf dem Stativ. Wir haben aber auch 1-2 Kameras, die sind ganz speziell montiert worden. Und die zeige ich euch jetzt. Bei größeren Produktionen werden oft Kamerakräne genutzt, wie wir hier einen haben. Die kosten meistens richtig viel. Wir haben einfach selbst gebaut und er funktioniert echt gut. Jetzt geht's weiter zu unserer Schiene. Das ist unser Dolly, unsere Kameraschiene. Damit können wir ziemlich smoothe Kamerafahrten erstellen durch die Bänke. Normalerweise steht sie da vorne, heute haben wir sie hier hinten stehen. Hallo, ich bin Tim und ich bin für die Untertitel zuständig. Vorm Gottesdienst werden die Untertitel aus dem Gotteslob stets hier in unsere Software eingepflegt und während dem Gottesdienst an der entsprechenden Stelle übertrage ich die dann an den Stream und dementsprechend zu Hause an den Zuschauern, dass die Leute im Gottesdienst mitsingen können. Hallo, ich bin Maximilian und bin seit 7 Jahren bei den Messdienern. Ich kümmere mich hier um das Licht. Über dieses Mischpult können wir 14 Scheinwerfer steuern. Diese können wir den liturgischen Farben zuordnen. Das war unsere kleine Making-of-Reihe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder uns Rückmeldung geben wollt, macht es gerne in die Kommentare oder schreibt uns per E-Mail. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Stream.